Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich spiele ein Spiel, wo ich diesmal tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung habe, was es ist und um was es geht. Und ich weiß auch nicht, wie es in meine Bibliothek gekommen ist. Ich werde jetzt einfach dann versuchen, das wieder eine Stunde zu spielen. Am Ende gibt es dann wieder ein Fazit zu dem ganzen Ding. Und es geht hier rum. Es geht um den 11.11. Memories Retold. Ich habe erst überlegt, ist das jetzt 11-11-1111? Was heißt das eigentlich? Und dann habe ich die Beschreibung bei Steam gelesen. Ich lese die mal so kurz ein bisschen vor. Es ist der 11. November 1916. Ein junger Fotograf verlässt Kanada, um in Europa an der Westfront zu kämpfen. Am gleichen Tag erfährt ein deutscher Techniker, dass sein Sohn im Krieg verschollen ist. Beide wollen ihre Menschlichkeit bewahren und lebend nach Hause zurückkehren. 11-11 Memories Retold ist ein emotionales, narratives Adventure, in dem die Geschichten von zwei Soldaten auf unterschiedlichen Seiten der Front im Ersten Weltkrieg erzählt werden. Zum Leben erweckt wird es durch einen einzigartigen Grafikstil, während die Kombination der Synchronsprecher Elijah Wood und Sebastian Koch als Harry und Kurt und die Orchesterpartitur des Komponisten Oliver Derivier die Spieler durch friedliche wie verzweifelte Momente begleiten. Da ist ja schon die Beschreibung Lyrik, oder? So, jetzt gucken wir mal, was es überhaupt ist und wie sich das anfühlt und was dieser Grafikstil bedeutet. Ich finde das Bild schon mal ziemlich cool. Legen wir mal los. So, das wird schon mal automatisch gespeichert. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Das E heißt wahrscheinlich jetzt, dass ich was drücken soll. Mache ich auch. So, wunderbar. Dann machen wir hier mal ein neues Spiel. Ich gucke mal kurz in die Optionen. Was gibt es denn da eigentlich? Narrative Untertitel. Vibration an. Okay, das kann man anscheinend auch mit dem Controller spielen. Katzenschnurren ist die Leertaste. Das wird ja immer spannender, oder? Ja, ich finde auch. Gut, dann sagen wir jetzt mal neues Spiel und wir fangen mal an hier. Sieht schon mal so ein bisschen aquarellig aus. Oder ist das Öl? Toronto, Kanada. My story starts like so many others, with a girl. A girl who worked in a photography store, in a quiet little corner of Toronto, Canada. Also wer Elijah Wood nicht kennt, das war der Frodo aus Herr der Ringe. Hat auch noch in ganz vielen anderen Filmen mitgespielt. Bei Sin City hat er einen ganz gruseligen Typen gespielt. The two of us grew up together, born the same month, lived on the Linse wechseln. To her, we were best friends. To me? Well, never mind. I know you have to test it, but does it always have to be on me? E, um ein Foto zu machen. Kann ich das irgendwie... Ah, ich kann das hier auch irgendwie so ein bisschen... Ah, machen wir nochmal eine schöne Porträtaufnahme. So, Mädel, halt mal still. Zack. Ja, gefällt uns. Fortsetzen. Oh, you're not getting a serious photo out of me. I can assure you of that. Ach, nochmal, oder was? I shall be silly until you put that camera away. How about now, Harry? How do I look? Freie Bilder.
Drücke Dings, um jederzeit den Fotomodus zu starten, und drücke E, um ein freies Bild zu machen. Da Film recht teuer war, konnten Fotografen nur 16 Bilder pro Tag machen. Man lernt also auch ein bisschen was dazu. Ja, genau, sonst kann ich keine Bilder mehr machen, wenn ich nicht an die Arbeit gehe. So, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich auch irgendwie laufen? Ja, wie hilft denn da miteinander? Ah, ich kann anscheinend laufen. Ja? Oder auch nicht. Also mit D konnte ich jetzt irgendwie laufen. Aber ich verstehe gerade noch nicht so richtig. Wir müssen mal in die Optionen gucken. Ach nee, hier ist ja irgendwie was. H und K oder was? Optionen. Wir gucken mal kurz in die Optionen und sagen mal hier Steuerung. Was haben wir denn da? Foto machen ist eh Katze. Auswechseln, Harry auswechseln, Kurt auswechseln, Pause, hocken, rennen, reinzoomen, rauszoomen, abbrechen, E, D ist rechts, Q ist links, S ist rückwärts, Z ist vorwärts. Wer um alles in der Welt hat sich das denn ausgedacht? Also wenn ihr mal auf eure Tastatur guckt, S ist rückwärts, Z ist da dann da oben, das ist dann vorwärts, Q ist links und D ist rechts. Kann man das anpassen? Da komme ich doch nie mit klar. Links hätte ich gerne, oh, rückwärts ist S, das ist schon wichtig. Ja, das kennen wir, ne? Da kann man doch besser mit umgehen wahrscheinlich. Okay, so, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen vernünftig durch die Gegend laufen. Also das ist echt eine merkwürdige Belegung. Ich frage mich, ob sich da jemand was dabei gedacht hat. Ich habe es nicht verstanden. Oder ob das irgendwie auf einer englischen Tastatur dann komplett anders aussieht. Aber dann ist doch das Q auch links oben. Ja. Das heißt so. So, laufen wir doch mal hier so ein bisschen. Das ist anscheinend unsere Dunkelkammer. Den Grafikstil finde ich schon interessant. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich da nicht vielleicht Kopfschmerzen hinkriege. Okay, man kann also hier so ein bisschen rumlaufen. Kann man auch ein bisschen schneller gehen? Ich glaube schon. Kann hier Sachen einsammeln. Ich kann ja jederzeit, hieß es, kann ich hier Bilder machen. So. In die Hocke gehen kann ich auch. Ich darf nicht mehr hören. So. Sind wir wieder hier im Atelier. Da muss ich anscheinend stehen, um Bilder dann zu machen. Das war ja damals alles nicht so wie heute, ne? Ah, hier haben wir doch irgendwie... Hier passiert doch irgendwas. Oder könnte was passieren? Kann ich mit irgendjemandem reden? Da ist so ein weißer Punkt. Hat er was zu heißen? Der hat... Okay, Wein bringen von oben. Na, machen wir doch. Bin ich der Azubi oder was? Zumindest ein Angestellter, nehme ich mal an. So, dann gehen wir mal hier. Ich arbeite in einem Fotoladen. Was als Fotograf auch irgendwo Sinn ergibt. So, schnappen wir uns eine Flasche. Da gibt es anscheinend noch so ein Sammlerobjekt. Das schnappen wir uns auch, ohne es uns anzugucken. Und wir marschieren weiter. Your time, boy. Useless. Poor lad. I'm sure he's trying his best. Here you are, Major. To your health. Why, thank you. Cheers. Cheers.
You said something about needing a photographer? Yes, yes. Who took these? They're exceptional. Just the kind of pictures I'd need in the fight against the Germans. Okay, zur selben Zeit. Zeppelin-Fabrik in Deutschland. Ah, blödes Funkgerät. Kurt, du bist der Techniker. Reparier das Ding. Brennt immer um dieselbe Zeit durch. Schnell, die Berichte kommen gleich. So, was machen wir jetzt? E zum Auswählen benutzen. D, um Elemente zu bewegen. D, um Elemente zu bewegen. Ah, da kann ich jetzt hier irgendwie mal einschalten und jetzt kann ich hier so ein bisschen rumkurbeln. Habe ich das richtig gehört, Kurt? IA 125? In der Einheit ist auch dein Sohn Max, oder? Alles noch unbestätigt. Ist wahrscheinlich so, gar nicht. Mit Leuten reden können wir also auch. So, ich muss ab und zu mal meinen Kontrollbildschirm angucken, ob ich halt irgendwie ganz wichtige Dinge irgendwie mit meinem Kopf wieder verdecke. Das passiert mir ja schon mal gelegentlich. So, können wir auch irgendwie schneller laufen? Ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen, ob das geht. I've done something I know you will not agree with. It's about Max. It's about our son. I know now why his letters are not reaching you at the farm. Jetzt redet er auf einmal Englisch. Eben war er doch Deutsch unterwegs, oder? Habe ich mich da verhört? Also das Headset ist ein bisschen leise, von daher. Aber nee, der hat schon Deutsch gesprochen, ne? Gut, wir warten schon. Zieh den Hebel. Die Ehre gebührt dir. Okay, Torben spricht auf jeden Fall schon mal Deutsch. So. E und D zur Interaktion. Zack, umlegen. Ab geht die Post. Zeppeline waren schon irgendwie vom Ansatz her eine ziemlich coole Geschichte. Ich meine, bedenkt man, dass irgendwie die leider auch sehr explosiv waren, ist das weniger cool, aber so von der Idee her fand ich es schon irgendwie cool. So, jetzt muss ich einen Zeppelin bauen, oder was muss ich eigentlich machen? Hier ist der nächste Hebel. Ja, jetzt kann das dann auch dran gedübelt werden. Oh, Falk hat dich gesucht. Er ist auf einer der oberen Plattformen. Wie werden die das gemacht haben? Gerendert und anschließend irgendwie so ein Filter drüber gelegt oder so, oder? Wie macht man sowas eigentlich? Zeichnet hat das doch keiner. Was ist das hier? Was können wir da machen? Nur nicht den Mut verlieren. Ich würde meinem Sohn gerne ein Bild davon schicken. Wir brauchen einen Fotografen. Tja, wenn doch jetzt mal hier der Harry da wäre. Ich platze vor Stolz, wenn dieses Schiff endlich fliegt. Ja, das ist doch mal Verbundenheit mit der Arbeit. So. Was haben wir jetzt? Eine Kiste, die wir schieben können. Aber ergibt es auch irgendeinen Sinn, was ich hier schiebe? Ah, ich komme damit an so einen versteckten Hinweis offensichtlich. So, aber hier leider muss ich jetzt gewiss mal hochgehen.
Dann gibt es noch einen Hinweis. Na, gib's auf. Gehen wir mal wieder runter. Ich sollte ja zu irgendeinem marschieren, der oben ist, ne? Aber der ist es nicht gewesen jetzt. Was schweißt denn der da überhaupt? Das Luftschiff ist auf der anderen Seite. Ah, laufen kann ich auch. Okay. Das ist irgendwie die Shift-Taste. Dann wäre die Frage ja auch schon mal beantwortet. Vielleicht kann ich jetzt hier hoch marschieren. Das ist auch eine Leiter. Gut, mit dem kann ich nicht quatschen. Gehen wir noch höher. Da hat er automatisch einen Kopf eingezogen. Achso, jetzt muss ich das erstmal hier ein Stück wegziehen, dass ich da vorbeilaufen kann. Kann ich auch runterfallen? Nee, runterfallen kann ich nicht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Oh, sieht schon cool aus. Ob ich noch höher muss? Bestimmt. Wenn der Punkt hier ist, muss ich bestimmt noch höher gehen. Hey Kurt, komm her, wer ruft denn da? Der da hinten oder was? Ah, falsche Richtung. Muss ich jetzt hier über den Balken drüber laufen? Uiuiuiuiuiui, das darf auch keine Berufsgenossenschaft sehen. Ich glaube, die gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Bestimmt nur ein Missverständnis. Das würde ich gern glauben. Aber es war die Nummer ihrer Einheit. Und wir haben Krieg. Kurt, dein Sohn Max ist doch auch in der Einheit IR-125. Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich. Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen, weil die Heimat so weit weg ist. Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas und er respektiert dich. So the pictures from Taylor's new camera were great. And Julia looked beautiful. But I'd never tell her that, of course. Don't know why, but I kept one of those photos. Still have it to this day. Okay, das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich mal aussuchen, welches Bild ich behalten möchte. Und das hier wahrscheinlich, ja. Hängt hier ein Strick an der Decke. Ach nee, es ist nur eine Tasche. Ja, komm, sah doch schon ein bisschen so aus, oder? Gut, war nur eine Tasche. Wie gehen wir hier weiter? So, der Major Barrett möchte fotografiert werden. Da steht er auch schon. Ich bin sicher, der Junge gibt sein Bestes. Das ist ja auch wieder so, ne? War stets bemüht. Gut, so, die Kamera rausholen. Jetzt steht natürlich Julia im Bild. Das ist ein bisschen unglücklich. Interessantes Motiv. Was? Ob du dieses Foto schießt, liegt bei dir. Was du fotografierst, hat Einfluss auf Harrys moralische Entwicklung. Wir warten mal, ne? So, hier, Meister. Mal hier jetzt so ein bisschen...
Diese Bilder zu malen ist oft notwendig, um weiter im Spiel voranzukommen. Ja, mache ich ja gerne. Mache ich nicht das Foto mit E, glaube ich. Ne? So, Major Barrett. Hallo, hergucken. Major Barrett, guck, guck. Ja, Denkerpose, großartig. Hier, Macher, richtig, genau. Ja, das sieht doof aus. So, dann mit der Tochter. Ach, das ist auch hier die Dame meines Herzens. So, mit seiner Tochter. Wollen wir mal ranzoomen hier. Genau. So, Achtung, recht freundlich bitte. Passt, oder? I wish it was me in that photo. The way she was around Barrett. I'd never seen her like that before. Also ich mild den schon auch ein kleines bisschen an, ne? He was a hero. So, wir sind wieder Kurt. Wir müssen ihn fragen. IR-125? Die meisten Jungs von zu Hause sind in der Einheit. Bitte, Kurt, frag den Direktor. Du kennst ihn länger als wir alle. Er respektiert dich. Na gut, dann machen wir das mal. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich den Direktor finde, ne? I needed answers. We all did. So many of us at the factory have sons who went to war together. Somewhere even in the same unit as Max. Ein bisschen schade finde ich, dass jetzt so seine Selbstgespräche in Englisch vertont sind. Und die normalen Gespräche in Deutsch. Ich finde, das ist ein kleiner Bruch, weil ich glaube, wer Deutsch spricht, der denkt in ein, der redet auch Deutsch, wenn er mit sich selber redet. Sie kommen genau richtig. Es gibt Neuigkeiten. Was jetzt? Es gibt Neuigkeiten. Was? Wo? Wie? Was? Wie? Ich habe was verpasst. Ich muss, glaube ich, dem Typen jetzt hinterher rennen, oder? Wo ist er hin? Ach, da unten steht er. Okay. Na dann. Wahrscheinlich werden Freiwillige gesucht oder sowas. Einige Männer aus der IR-125 werden zwar vermisst, aber deswegen sind sie noch lange nicht tot. Wir wissen bestimmt bald mehr. Aber fürs Erste muss die Produktion weitergehen. Wir können Ihnen jetzt nicht helfen. Wir können nur beten. The others may have been content to pray, to hope for the best. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. Auf zum Militär. So I have gone to the front, Katrin. I have gone to find Max. I'm impressed, Harry. You're a real professional with that camera. Listen, I'm heading back to France in a few days. You should join me. Help your country, take a few photos, return home a hero. And remember, Harry, women love a man in uniform. Ja, das ist so ein Argument. Auf zum Militär! That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. Ich wollte nie einen Krieg ziehen, ich wollte immer nur die Uniform. She would look at me the way she looked at Major Barrett. After that, it was all a bit of a blur. So much happened over that next month. They signed me up, put me on a train to the coast. They even gave me that uniform. You will think I'm impulsive, but to me there was no choice. Our son is missing at war. I cannot deal with doubt. I will not live with uncertainty. This is my path now. Was hat das wohl mit dieser Katze jetzt auf sich, ne? So, Dezember 1916, 2 Jahre bis zum Frieden. So, Harry Kurt.
Ah, mit Laurentic mit Kurs, ach, die Laurentic mit Kurs auf Frankreich, deutscher Zug zur Westfront. Kann ich anscheinend jetzt auswählen, wen ich jetzt hier übernehmen möchte. Wir nehmen mal den Kurt. Dachte ich. Kurt, wie kann ich dich wählen? Harry kann mich auch nicht wählen. Muss ich klicken? Ich muss nicht klicken. Ich bin verwirrt. Muss ich D drücken? Muss ich W, S, A, E? Muss ich einfach nur gedrückt lassen? Ich muss die Pfeiltaste gedrückt lassen. Okay. And so I'm on a train heading out of Germany, where I write to you now. It's not a comfortable journey, being on this train. For you, my darling, nothing changes. I will still be away from home. Only now, I will carry out my duties as an engineer on the front lines. I will enclose a letter to Lucy to tell her I have gone to find her brother. Kann ich was machen? Ah, ich kann was machen. Ich kann rumlaufen. Ich muss einen besseren Platz zum Schreiben finden. Na dann, reden kann ich. Ich bin kein Historiker. Aber hatten die im Ersten Weltkrieg nicht diese Pickelhauben? Also mit diesem Ding da oben drauf. Das sieht mir doch eher so nach Zweiten Weltkrieg aus, die Helme. Oder gab es da auch unterschiedliche Helme? Dass ich das mal sagen würde. Meine Frau fehlt mir wirklich. Jo. Also bewegt man sich über Züge. Welcher Tag ist heute? Ja, die sind ja nett drauf. Also die Helme, da bin ich skeptisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eigentlich solche Pickeldinger oben hätten haben müssen. Ach, sei still. In ein, zwei Monaten sind wir wieder zu Hause. Unwahrscheinlich. So wie es an der Front für uns gelaufen ist. Stimmt. Franzosen halten wir da. Wenn die Amerikaner eingreifen, Amerika wischt sich nicht an. Wir sind auf der anderen Seite der Welt, wir sind denen egal. Der Kaiser weiß, was er tut. Na, dann gehen wir halt hier hoch, ne? Wenn da abgeschlossen ist, die Tür, dann gehen wir übers Dach. Und siehe da, da ist auch irgendwie so eine Leiter auf dem Dach. Hä? Wer ist da? Stehen bleiben! Das ist ein Munitionswagen, Soldat. Hier hast du nichts verloren. Wenn irgendetwas passiert, selbst die kleinste Erschütterung, weißt du, was diese Minen anrichten? Zur selben Zeit. Naja, ich spiele also nach wie vor beide. Ich kann nur entscheiden, anscheinend, was zuerst ist. You could have fit Taylor's whole photography store in the front deck alone. I'd wake up early each morning to practice with my camera. Ach, hier ist ein Sonnenuntergang, das sieht auch gut aus. For the first time in weeks, I saw birds. Also, the camera Julia gave me was marvelous. Ich kann nicht einfach so, ich muss Bilder vom Vogel machen. Wo ist denn hin, der Vogel? Ah, da ist der Vogel. So, mal ranzoomen hier. Ah, der ist noch ein bisschen tief. Das geht auch besser. Wir wollen da schon so ein bisschen hier. Wir haben ja schon auch so ein bisschen künstlerischen Anspruch jetzt, ne? So, hier mit dieser Glocke vielleicht noch im Bild. Und der Möbel mit dem Sonnenuntergang. Ist doch super. Zack. So.
Nö, bleibt das sitzen. Dann machen wir noch ein Bild. Habe ich das Bild jetzt gemacht oder habe ich abgebrochen? Ich glaube, ich habe abgebrochen. Kann das sein? Ich glaube, ich hatte tatsächlich abgebrochen, schon das Bild zu machen. Ah. Dämlich. Na gut. So, dann mit Glocke, Vogel und Sonnenuntergang dann doch nicht. So viel zu dem künstlerischen Anspruch. Ja, wieso kann ich die Kappe nicht drehen? Das ist gerade ein bisschen schwierig, den Vogel zu finden. Ich kann nämlich auch nur nach vorne Bilder machen. Was haben wir jetzt hier wieder? Dass ich die Kamera gerade nicht drehen kann, das triggert mich gerade wieder so ein bisschen. So, einfach mal eine Kiste hier in die Mitte in Gang schieben. Und nun? Kann ich hier wieder so ein Ding einsammeln? Da kann ich nichts schieben. Ja, wo ist denn jetzt dieser Vogel? Da ist der Vogel. Der sitzt auf der Glocke. Dann gibt es vielleicht auch noch ein Bild mit Glocke, Vogel und Sonnenuntergang. So. Wunderschön. Cool. Anything seemed possible. I'd get to see the world and photograph it all. A real adventure. I couldn't wait to tell Julia. Ich finde es aber schon interessant, wie man sich früher, wenn man mit einem Fotoapparat unterwegs war, als man noch die Filme entwickeln lassen musste, wie man da so zögerlich war mit den Bildern machen. Da hat man so überlegt, mache ich jetzt das Bild, mache ich das Bild nett und was ist, wenn es verwackelt ist und war super angespannt und konzentriert und ob es irgendwie was getaucht hat, wusste man dann auch meistens erst, wenn die Bilder dann zurückkamen, dann hat man dann gesehen, dass sie alle Mist aussahen. Und das ist dann heute schon ein bisschen angenehmer, ne? Heute macht man dann einfach, man hält einfach auf dem Auflöser drauf, knipst irgendwie 2000 Mal mit dem Ergebnis, dass man Unmengen an Bilder hat, die man sich A, nie wieder anguckt, B, auch gar nicht mehr angucken kann, weil da zu viele sind. Das Gute ist aber, dass man natürlich diese Anspannung nicht mehr hat. Man macht halt seine Bilder, man guckt die sich dann zu Hause an, ob es was geworden ist, kann dann relativ harmlos viele Bilder machen. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. Vorsicht auf dem Weg nach draußen, erstmal gegen die Kiste laufen. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Wahrscheinlich erst einfach mal nach da gehen. Der Kurt hat irgendwie stellenweise ein bisschen merkwürdigen Hals, oder? Ich weiß gerade echt nicht, was ich eigentlich machen soll. Vielleicht einfach mal in die andere Richtung laufen.
Ja, bei so einem fahrenden Zug da drüber zu balancieren. So, jetzt stehe ich hier und komme auch nicht mehr weiter. Kann ich eigentlich irgendwo gucken? Okay, ich muss einen besseren Platz zum Schreiben finden. Das ist offensichtlich noch die Hauptaufgabe hier. Also mit W und X. Was sind das denn für Tasten? Was ist hier H und K? K ist... Ach so, da kann ich wechseln zwischen Harry und Kurt. Ah, okay. Das ist aber nicht H und K, das sind Pfeile und so weiter. Gut, also ich muss einen besseren Platz für Inspiration finden. Nicht in diesem voll bepackten Mannschaftswagen. Auch hier nicht bei diesen beiden Doppeln, die nicht mit mir reden. Hier ist wahrscheinlich auch so eine inspirationslose Phase. Der Munitionswagen war abgesperrt, da muss ich aufs Dach gehen. Vielleicht kann ich ja durch den Wagen durchgehen, ne? Da habe ich gar nicht geguckt. Ich bin dann direkt wieder aufs Dach marschiert. Aber vielleicht kann ich ja einfach hier in diese Richtung laufen. Erstmal hier diese gefährlichen Granaten irgendwie zur Seite schieben. Einfach mal volle Kanne dagegen knallen. Egal. Ah, hier noch ein bisschen rumschieben. So. Ah, da komme ich doch jetzt immer noch nicht vorbei, oder? Doch, ich komme vorbei. Nee, ich komme nicht so wirklich vorbei. Das muss ich noch wegschieben. So. Nichts explodiert. Haben wir gut gemacht. Was ist ihm denn? Dem geht's aber nicht so gut. Was können wir denn hier machen? Hier können wir irgendwas umstellen? Da liegt doch eine Katze. Oder? Könnte eine Katze sein. So, jetzt kann man doch bestimmt hier diese Kiste einfach mal hier wegziehen oder nach vorne schieben. So, dann gehen wir hier vorbei. Und halt, da lag doch wieder was. Nimm's mit, Kurt. Was passiert jetzt? Falle ich jetzt vom Zug? Ja, ich bin Harry wieder. Harry im Minenfeld. Oh. Alles klar. Das ist aber jetzt hier. Ringing those bells like I was in church. I don't expect you to believe me, but I'm telling you that's what happened. Auch eine interessante Art, ein Schiff zu steuern, oder? Barrett asked me to signal the captain. But for the first time in my life, I felt like I had purpose. Na komm, Leute, mal hier die Glocke. Ich will hier nach links. Links, 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 links. Dann müssen wir gleich wieder nach rechts, 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 rechts. So, rechts, 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 rechts. Ah, vielleicht noch ein bisschen nach links. Vielleicht hier noch ein bisschen nach links. Ja. Und... Da kommen wir doch durch, oder? Ein bisschen nach rechts vielleicht nochmal, so... Passt. Freie Fahrt!
Das sollte man natürlich hier auf jeden Nachhalt mal dokumentieren, oder? Spektakuläres Foto. Ja, Glocken läuten kann ich. Da freuen sie sich. Der königliche Räumdienst. Wo ist er denn, der königliche Räumdienst? Daneben oder was? Dann machen wir da nochmal ein Bildchen. Können wir gerade wieder nicht. So, zurück bei Kurt. Zusätzliche Worte. Je mehr du dich mit Leuten unterhältst, desto mehr wirst du deiner Familie zu erzählen haben. Ich kann mich aber ja nicht mit jedem unterhalten. Ich muss das ja schon hier selektiv machen. Würde man so gar nicht meinen, aber der hat vielleicht eine Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Lothar. Ich bin Kurt. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. Dann setzen wir uns doch mal. Dann spielen sie noch was, dann kann ich auch zu Hause erzählen, dass ich da Jungs beim Musikspielen zugehört habe. Oh. Focus on what I must tell our daughter. I will of course be careful of the words I use. Sie ist ja immer noch so jung. She's still so young. Da muss man auf die Worte achten, das stimmt wohl. Uiuiuiuiui. Schauen wir mal. Das heißt, wir können jetzt was erzählen. Endlich. Ich werde dann. Bitte sag Lucy. Musik ist gut. Ach so, Musik. Aber ich bin nicht allein. Was? Papa ist in den Krieg gegangen. Ich bin nicht allein. Ja, aber. Wieso? Ich habe mich. Ach so, mit E kann ich das. Ah, mit E kann ich es dann sozusagen bestätigen. Dann kann ich vorher. Ich finde das schon mit diesem Abenteuer natürlich nicht schwer. Ich denke mal, das ist ganz gut. So, Wahrheit, Lüge, Wimmi. Was ist Wimmi? Wahrheit. Weil dein Bruder Max, wenn niemand weiß, wo er ist, und darum muss Papa ihn finden, das ist meine Pflicht als sein Vater. Weil mein Bruder Max mich im Kampf gegen den Feind um Hilfe gebeten hat. Ich muss gehen und dann soll er alle kämpfen. Was ist ein Wimmi? Dich wird nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich hätte ich mit irgendeinem Typen reden können. Und dann wäre Willi irgendwie. Ja, sagen wir schon mal. Wir bleiben schon mal bei der Wahrheit. So. Zack. Alpiersbach. Wahrscheinlich, je mehr ich mit den Leuten rede, umso mehr Optionen stehen mir dann hier zur Verfügung. Was meinen die dann mit? Umso. Mehr kann man erzählen. Ach ja, komm. Senden. Jo. I hope she will understand. I hope you both will understand. Fortune smiles on me, Katrin. I've made new friends. Franz und Lothar. We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. I have arrived now, stationed at Wimmi as an engineer. Ach so, Wimmi ist der Ort und kein Typ, ne? And I will listen for news of Max every single day. We spent weeks on that boat. And it was a few weeks more before we got to Wimmi. Okay, Helby ist auch da. So excited. Hell, I was like a kid at Christmas. And with the Major looking out for me, I wouldn't have to worry about the war. Ich will trotzdem irgendwie mal wissen, was das hier mit der Katze zu tun hat. Oh, jetzt sind wir schon im März 1917. 20 Monate bis zum Frieden. Wir fangen mal hier mit Kurt, machen wir mal weiter. I will find out what happened to our son. I will not give up. Dear Katrin. My search for our son grows more hopeful by the day. Every day I ask the men if they have news, if somehow they have seen our boy. And today began just like any other.
Ja, vielleicht haben die Offiziere neue Informationen. Dann gucken wir doch mal, ob wir einen Offizier finden, ja. Und da ist ja auch endlich meine Pickelhaube. Schaut. Ich dachte, die einfachen Soldaten hätten die auch. Aber vielleicht hatten die einfachen Soldaten tatsächlich dann auch eher die einfacheren Helme. Wir sind beschäftigt, Kurt. Wenn dem so wäre, hätten wir schon wieder was gelernt, ne? Hast du nichts zu reparieren? Ja, der ist ja saufreundlich, ey. Hallo Kurt, wie geht's? Das schon wieder. Ich hab doch gesagt, sieht aus wie eine Uniform der 2. Division. Ich glaube nicht, dass sie ihn wie Mii waren, Kurt. Tut mir leid. Das ist ja auch so nett, geh weg. Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Da hörst du eher was über Funk, Kurt. Okay, einen müssen wir noch finden. Wie nicht? Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Hörst du eher, was über Funk guckt? Some think I'm mad to seek the same information from the same places, day after day. But persistence always pays off in the end. Katrin, for today I learned of his location. I know where Max is now. Ja, das ist ein Fortschritt. Vimy. Follow me, son. Okay, Harry ist auch angekommen. My way back to Canada hasn't changed a bit. Come. Sieht ja eigentlich ganz freundlich aus da, ne? Too kind. Any correspondence from Canada? Diese Brunnenbauer kann man mal fotografieren. Das sieht doch immer, macht sich doch immer gut. Kann ich eigentlich alleine hier rumlaufen oder muss ich auf einen Kollegen da warten? So, wahrscheinlich muss ich mit ihm da reden. Just one for Harry Lambert. You know him? That'll be from the pretty one back home, no doubt. Here, from a Julia Taylor. Dear Harry, I still can't believe you left. Our own Harry Lambert taking photographs of the Great War. It doesn't seem real somehow. My father knows his best camera is missing. Okay, Scrollen ist nichts. Okay. Artillery cannons over there. Right. I'll show you the kind of photos we need. You gonna reply? Folk back home love receiving pictures. Schick ein Bild. Hat eine Auswirkung auf ihre Gefühle für dich. Uiuiui. Ah ja. Ja, diesen komischen Typen da, den schicke ich hier nicht. Ah ja, das ist doch eigentlich schon... Ah, das oder das? Ah, schwierig, oder?
Das sieht irgendwie sieht das besser aus. Wir nehmen das. Hallo? Muss ich gedrückt halten? Muss ich klicken? Ja, das nehmen wir. Zack. So, Barrett wartet bei den Artilleriekanonen auf dich. Wir haben ja gelernt, mit Leuten zu reden, ne? Das bringt uns ja was. Okay, da fand man eine Kamera aber hübsch. Na dann. So, dann mal im Laufschritt hier zu den Kanonen. Thank God for the rum. Danke Gott für den Rum, jawohl. Concentrate on the little things. That's what'll get you through. Must remember to write home today. Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er doch. Oha, der stellt sich da hier. That rumble. That's the real war. Ja, müssen wir mal gucken hier. So eine Fahne im Wind, und er hier auf so einer Kanone. Das macht sich doch gut. Ja, das habe ich getan. There are people you meet who change your life forever. People who, whether they know it or not, plot your life on a different course from the moment that they say hello. For me, that was the Major. I will always wonder what my life would have been like without him. Ja, ich habe ihn doch fotografiert. Was jetzt? Machen wir halt nochmal so ein Bild hier. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen... So. Gut, Gott sei Dank. Das Funkgerät ist wieder kaputt. Kannst du mal nachsehen? Ja? Da kann ich dir nicht helfen, Kurt. Am besten reparierst du das Funkgerät. Ich habe gehört, die Ersatzteile wären heute Morgen gekommen. Sieh doch mal nach. Okay. Was hat das jetzt hier mit dieser Katze auf sich? Da war doch irgendwas mit Katze auswechseln. Fall nach oben. Katze auswechseln. Katzensprung, Katzenschnurren. Spiele ich irgendwann eine Katze? Oh Mann, ich will jetzt gerne Katze spielen. So, irgendeine Ersatzkabel soll ich suchen. Dann machen wir das mal. Kann ich da runterlaufen? Ja, kann ich. Muss ich da runterlaufen? Oder muss ich hier nach oben laufen? Und bin ich da gerade rausgekommen? Ja, da bin ich gerade rausgekommen. Hallo, Kurt. Okay, ich zeige immer noch jedem das Bild. Regiment getroffen. Es hieß, sie sollten zur Somme. Ja, da soll ja irgendwie Material angekommen sein. Was haben wir denn hier? Wollen wir mit dem quatschen? Danke, dass du den Munitionsaufzug repariert hast, Kurt. Ist so gut wie neu. Tut mir leid, Kurt. Ich weiß noch nichts Neues. Ich melde mich. Kann ich mir sie jetzt aufstellen und... da runterfahren. Oh, sehr cool.
Hier ist es nachts so kalt. Ja, das kann sein. Ich habe natürlich auch nicht mal einen Anflug einer Ahnung, wo ich hier langlaufen muss. Ne? Mach dies, mach jenes. Die Offiziere machen nie die Drecksarbeit. Als ich das mal sagen würde, meine Frau fehlt mir wirklich. Klingt auch nach voll der glücklichen Ehe. Achso, das ist eben da, wo ich runtergelaufen bin. Das heißt, wenn ich hier weiterlaufe, müsste ich ja irgendwann mal diesen Typen finden, oder? Dessen Namen ich vergessen habe. Ich frage mich, was wohl zu Hause los ist. Ich muss heute noch nach Hause schreiben. Matthias, dann mach das mal. So, hier ist aber auch nichts angekommen. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder hier nach oben laufen. Chup, 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 chup. Und dann mal in diese Richtung oder in diese Richtung. Hier bin ich auch noch nicht lang gelaufen. Doch. Können wir wieder das einsammeln. Ach, wo wird denn der Typ mit dem Ersatzteil sein? Kann ich mit ihm nochmal quatschen? Er ist immer noch super gut drauf. Ja, wo ist das Ersatzteil? Kann ich hier lang laufen? Bin ich da schon mal lang gelaufen? Da sitzt einfach nur einer. Okay. So, haben wir hier irgendwie... Oh, komm uns auch mal hinsetzen. Das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter, ne? Ha. Ah, er hier bestimmt. Der Gustav. Heute ist Nachschub gekommen. Hier. Irgendwas Neues über Max? Ja, wer sagt's denn? Nein, danke. So, jetzt zurück zum Funkgerät. Das war doch hier oben. Nee, war's nicht, das war hier unten. Oh Mann, ich bin ganz schön Umweg gelaufen. Ne? So, dann können wir das ja reparieren. Alles im Eimer. Okay, kann ich vielleicht eine Erfahrung bringen. So, jetzt kann ich hier wieder irgendwas auswählen. Und was muss ich jetzt machen? Das bestimmt da reinstecken. Das sieht wichtig aus. So, jetzt können wir einschalten. Achso, jetzt muss ich das da anmachen. Ah, okay. I listened to the radio for hours before I heard. Es wurden einige Gefallene des IR-125 geworfen. Sie sollen an der Somme beerdigt werden. The Somme. Katrin. Our boy is at the Somme. It's many miles from here, but I will ask for a transfer. I'm sure they will understand. Und wieder beim Harry. We need more troops if we're going to win this thing. And they'll enlist because of your photo, son. Capture the imagination of your fellow countrymen. Stir the emotion. Gut. So. Aber wir kommen jetzt zum Fazit. 1111 Memories Retold. Ich fand, das war eine sehr kurzweilige Stunde. Also ich habe es jetzt tatsächlich eine Stunde lang gespielt. Die Grafik fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ein bisschen dieses Gefühl, ich hatte es mir am Anfang ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, ich kriege irgendwann Flimmern vor den Augen, weil das ja auch die ganze Zeit so ein bisschen in Bewegung ist. Und ne? Aber ich finde, das fängt ganz gut hier so eine Stimmung ein. Und ich finde auch die Atmosphäre von dem Spiel, finde ich schon
Interessant, also es ist nicht so aufgeregt, das ganze Spiel, und man ist trotzdem gespannt, wie es denn jetzt hier weitergeht und was man als nächstes machen muss. Die Aufgaben, die sind jetzt nicht übermäßig kompliziert, man läuft rum, wer weiß, was dann noch passiert. Ich finde, es ist wirklich schön gemacht. Hätte ich nicht gedacht, als ich die Beschreibung gelesen habe. Ich dachte, das ist so ein bisschen so ein langweiliges Spiel. Ist es aber gar nicht. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Ich denke mal, ich kann dem tatsächlich die vollen 5 Fähnchen geben, weil ich wirklich diese Stunde, die ging jetzt so rum wie im Flug. Ich bin mir halt ein bisschen unsicher, wie es jetzt noch eine Stunde weiter ist, ob ich dann immer noch Spaß habe oder ob ich es weiterspielen werde, weiß ich auch nicht. Bin gerade an einem anderen Spiel dran. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Finde ich schon. Ist ein interessantes Spiel. Ist wie gesagt was Entspanntes, habe ich den Eindruck. Ich finde auch die Idee mit dem Briefe schreiben ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Also, dass man dann so unterschiedliche Möglichkeiten hatte, was auszuwählen. Das mit der Katze triggert mich so ein bisschen. Da wäre ich auch ein bisschen gespannt, ob man irgendwann eine Katze spielt, weil man kann ja offensichtlich springen und schnurren. Das wäre jetzt für Harry und Kurt ein bisschen komisch. Und wie gesagt, also die Geschichte von den beiden, wie sich das entwickelt, wie die dann vielleicht auch wieder zurück in die Heimat kommen, durch die Wirren und Schrecken des Ersten Weltkriegs, finde ich, ist ein interessanter Ansatz und es lohnt sich, glaube ich, zu spielen. Gut, da habt ihr meine Meinung gehört. Ich wünsche euch, dass ihr Dinge macht, die euch Spaß machen. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.